selbst ein einfacher Grenzer hat ja die ganze Grenzbefestigung in seiner normalen Dienst gar nicht richtig überschauen können. Oder andersherum, wir kannten von zu Hause, übers Fernsehen, vom Westfernsehen kannten wir die Grenze. Aber der Kameramann, der stand immer im Westen. Logischerweise. Und wir haben das letzte Stück Grenze gesehen. Aber alles, was in dem ganzen 5 Kilometer Sperrgebiet war es meistens, was da alles war, das wusste kein Mensch. Und selbst im einfachen Grenzdienst haben wir nicht alles erfasst. Und haben wir nicht, wir sind ja auch immer nur informiert worden, um das, unseren Dienst in diesem Stück zu bewältigen. Aber was da wie und wo und war und welche Minen da liegen und welche Stolperdrähte und was weiß denn ich, was es da alles gibt, so ganz genau wusste das ja keiner. Und wie gesagt, das Westfernsehen, ja. Also ein DDR-Bürger hat nie die Grenzbefestigung richtig gesehen, ebenso in Berlin. Denn an die letzte Mauer ist ja auch nie jemand rangekommen. Man kannte jeder die Mauer, aber von der anderen Seite. Und es war alles natürlich viel komplizierter. Ich nun als Schreiber, als Kompanieschreiber, hatte dann also, weil ich an die Pläne herankam, das war in meiner Stube, also in meinem Dienstzimmer, habe da einiges mir ansehen können und mir eingeprägt. Also so ein bisschen mit der Topografie konnte ich mich befassen. Und in dem Grenzabschnitt, in dem ich war, war die Bundesstraße 4, also im Westen, ging parallel der Grenze. Mal kam die Grenze tatsächlich, also jetzt die richtige Grenze, so Niemandsland, wie das immer bezeichnet wird, so etwas hat es ja noch nie gegeben, das gibt es überhaupt nicht. Ja, das ist mal, also das ist so ein imaginärer Begriff, aber jetzt tatsächlich die Grenze, war es also in dem Abschnitt, dass manchmal für 200, 300 Meter die B4 fast identisch mit der Grenze war. Und ich hatte mir ausgemalt, ich wusste, dass ab und zu mal vom Kompanietrupp, zu dem ich jetzt gehörte, also nicht mehr allgemeiner Grenzdienst, sondern Kompanietrupp, zu dem gehörte ich. Und diese Leute wurden ab und zu mal eingeteilt, um diese Grenzsäulen, die nun tatsächlich auf der Grenze standen, zu kontrollieren. Das hieß, das war so eine Säule, schwarz-rot-gold und feindwärts, also vom Westen betrachtet, war das so ein Schild Deutsche Demokratische Republik. Und die bösen Westleute, unsere Feinde, für denen wir uns schützen mussten, die waren ja so rabiat, dass die ab und zu mal die Grenzsäule verletzt haben, mit Spray da irgendwas gemacht haben oder eventuell das DDR-Schild abmontierten. Also jedenfalls eine ganz große Sauerei. Die Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik stand da zur Disposition und wir mussten dagegen schreiten. So wurde uns das auch erklärt. Also in jedem Fall wusste ich, wenn du Glück hast, wirst du auch mal zu so einem Dienst eingeteilt. Ganz vorn. Ja. Und darauf habe ich gelauert. Ich musste natürlich auch jetzt insofern lauern, mein Dienst ging fast zu Ende. Meine 18 Monate waren verdrungen und ich war immer noch dort.